So. Okay, dann gehen wir mal rein und gucken, ob jetzt das Kapitel Franny, beendet was wird. machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, Normalerweise Kopf ist hoch, er alles dort. wird gut. Hör mir zu, wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich pack ihn schon nicht so hart an. Oh Mann. Okay, das Kapitel ist noch nicht beendet. Such im Apartment an der River Street nach Eric. Ja. So, wir nehmen uns diesen. Wie sieht's denn mit dem hier aus? Oh, da sind die Bullen. Verpisst euch mal schön hier. So, ab rein da. Und dann wollen wir doch mal gucken hier beim guten Eric. Es geht ja nicht, dass der die gute Dings schlägt. Ich weiß nicht, wie sie heißt hier gerade. Ich hab's schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall. Ja. Hoffe ich mal, dass ich jetzt keine Schüsse verteilen muss, sondern dass wir das einfach normal klären wie richtige Männer. Ohne dass ich jemand auf die Fresse hauen muss oder so. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, da sind wir auch. So, guten Tag. Was ist hier los? Ne, da bin ich falsch. Ich muss eins höher. Genau. Die Beleuchtung gefällt mir aber jetzt auch hier. Schön braun und so. Dunkel. Cool. Okay, hier müssen wir rein, oder? Nee. Wer ist schon das? Guten Tag. Ihr seid aber auch nicht von Bedeutung gerade. Wer kommt denn da? Hi. Ich gehe wieder raus. So, hier. Wollen wir doch mal gucken. Hier ist doch sicher jemand. Eric. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Hau ab. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Boah, nice, Alter. Da hat er erstmal fett eine übergezogen bekommen. Ich zeig's dir, du schlägst keine Frau. Genau, das ist aber klar hier. Komm her, du schlägst keine Frau hier. Autsch. Jetzt geht's aber auf die Fresse, mein Guter. Was? Ich tu doch ausweichen, Alter. Was ist denn los hier? Bam. K.O.-Schläge, die sind doch immer gut. Jetzt. Bam, bam, bam. Okay, der hat genug, oder? Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Ich hoffe es, Alter. Ich hoffe, dass hier alles klar ist. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Genau, wir sind die Kings hier. Der greift unsere Schwester nicht mehr an. Das ist eins, was sicher ist. Idiot, Alter. Einfach nur Idiot. Was denkt er sich eigentlich hier? Sollte einfach die Frauen schlagen und so, das geht ja nicht. Ist ja unter aller Sau. Ganz ehrlich.
What the fuck, rutschig, Alter. So. Gucken wir nochmal vorbei hier am Haus, ob die Gute noch da ist. Empire Central Radio, yeah. Ah ne, die ist weg. Alter, wie viele Autos ich hier mitnehme, ey. Wie viele passen denn da rein, Alter? Das gibt's ja gar nicht. So, Tag beenden oder wie sieht's aus? Telefon klingelt schon wieder, okay. Gehen wir dran. Vito, hier ist Francesca. Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Oh Mann. Telefon benutzen oder was? Nee. Du hast keine Nummer, die du anrufen kannst. Was soll ich denn dann machen jetzt? Raus oder wie? Na, geh ich mal raus, ne? Hä? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Geh nach Hause, ja. Ach so, ich soll jetzt pennen gehen, oder wie sieht's aus? Gut, mache ich das mal. Ja, kommen sie ja alle, ist klar. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenne, du Ithaka-Arsch! Brenne! Alter, was mein wollen... Haus! Die mich verarschen jetzt. Scheiße! Wasser holen, komm. Ich brauche ein Handtuch. Oder rausspringen, keine Ahnung. Ich hab Minus. Kein Geld mehr. Toll. Geh zu Joe, wo ist denn der? Ach so. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ey, wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn Joe? Lauf doch mal, Alter. Willst du mich ver... Hallo? Ich kann nicht mal laufen. Das gibt's ja nicht. Ich muss weg, Alter. Alter Schwede, wollt ihr mich verarschen jetzt hier? Ich muss da rein. Gib mir mal dein Auto, bitte. Raus da, verdammt. Fackeln die da einfach die Bude ab. Ey, komm, steig ein jetzt. Ihr habt nicht ewig Zeit. So. Die haben sie doch nicht mehr alle, Alter. Was wollen die? Ey, jetzt geht's aber los hier. Fackeln sie uns auch noch die Bude ab. Ich verstehe gar nichts mehr. Und ich kann nicht fahren wieder. Weil das so scheiße zu steuern ist gerade. Egal. So, jetzt drücke ich aber auf die Tube, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt scheiße ich auf die Bullen, Alter. Es geht ja nicht, dass sie einfach unser Haus abfackeln, Alter. Was geht denn bei denen ab? Was geht bei denen für Film, ey? Ich verstehe es einfach nicht. Ach so, weil ich vielleicht den Typen da verdroschen habe gerade. Im Dings da, in dem Haus da, wo ich halt war, ne? Wegen Francesca oder wie die heißt, Alter. Genau. Deshalb kamen die und haben sich an uns gerecht oder so. Ich weiß es nicht. Also werden wir ja gleich sehen. Oh, lasst. Alter, wieso kann ich nicht fahren? Wieso geht denn das jetzt nicht hier? Und ich hab... Ja, wieso... Hä? Ach so, die haben auf meinen Wagen geschossen. Deswegen fahre ich gerade auf der Felge hier. Egal. Ja, kein Wunder, dass ich nicht richtig fahren kann, wenn die Felge... Wenn ich auf der Felge fahre. Oh Mann, wie dumm, Alter. Ja, ihr wollt immer vorfahren. Das ist... Lass mich jetzt vorbei, Alter. Ey, komm. Willst mich doch verkackeiern, oder? Weißt du was, ich hole mir jetzt einen neuen Wagen. Das geht so nicht. Das geht einfach so nicht.
So, kurz und knapp. Da wird nicht lang gefackelt, da nehmen wir uns einfach einen neuen Wagen. So, ein bisschen Speed geben wir wieder und dann geht's auch los. Dann sind wir auch gleich da hier. Du musst aber auch immer da sein, ey. Ihr müsst alle da sein. Oh, ich schieb natürlich auch immer die Schuld auf die anderen. Aber das regt halt einfach auf, ne? Ist halt einfach so. So, rein da. Laufen wir da in Boxershorts und so rum. Oh Mann, ja, wir konnten ja nichts machen, ne? Wir mussten aus dem Haus raus, weil es ja gebrannt hat. So, gucken wir doch mal. Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause? Na los, ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Nochmal, das letzte Mal, dann gehe ich. Keine Panik. Ah, der Champagne, ja, ja. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Die Hosen passen uns doch eh nicht von Joe. Der ist ja etwas dicker, aber das dürfte schon passen. Hey, hier ist Joe. Das Bett ist nicht schlecht. Ja, ich weiß, ich weiß. Wo ist denn der Kleiderschrank? Ich ist ja auch, wo er nach deinen Freund umlegt. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Ah, toll. Hey, du bist knacktes Clownskostüm. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß. So, was ist jetzt? Okay, danke. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Okay. Gut, dann wollen wir da mal hin, ne? Er schließt natürlich nochmal ab, das kostet natürlich Zeit, aber muss ja auch gemacht werden. So, geh mit Joe. Mit. Ach so. Hier soll ich raus, stimmt. Keine Orientierung mehr, ey. Na los, steig ein. Jo, ist ja eh mein Wagen, den ich geklaut habe. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er ist Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Ryan O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihm übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Ja, gell. Gib dich ab, wir sind gleich da. Es geht ja gar nicht hier. Scheiße, du brauchst eine Würme. Hätte ich fast vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirke ich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie, bitteschön. Danke. Okay, brauche ich keine kaufen. Ich dachte nämlich, ich müsste da rechts abbiegen. Wegen Waffen und so. Aber passt anscheinend so. Sehr schön. Tja, fliegt erstmal die Motorhaube weg. Ja, was zum Teufel soll das? Ist klar. Hey, ich fahr schon länger, klar? Ja, der Wichser fährt mir natürlich einfach rein, ne? Wie gesagt, das regt halt einfach auf. Da kenne ich keine Gnade. Und fahr ich halt rein. Mega. So.
Ja, kannst du mal jetzt ein bisschen schneller fahren? Danke, Mann. Das gibt's ja gar nicht, ey. Die fahren ja im Schneckentempo. Nicht zu fassen, ey. Bist du ganz ehrlich. Mit? Die war rot. So, Stürmer. Wir müssen jetzt den Laden hier stürmen. Dann krallen wir uns diese Ärsche. So,